hier ist die Anna. In diesem Video wollen wir zusammen Ariel, die Meerjungfrau, aus Lumgummis machen. Dafür braucht ihr euer Lumboard und eure Lumnadel. Außerdem folgende Gummis. 89 rote, 50 hautfarbene, 51 türkisene, 16 lilane und 10 durchsichtige Gummis. Wenn ihr habt, braucht ihr auch noch 2 schwarze Perlen für die Augen. Dann geht es jetzt los. Als erstes machen wir die Haare von Ariel. Dafür braucht ihr eure roten Gummis. Ihr spannt für die Haare immer mit einem Gummi. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr ein rotes Gummiband spannt, dass es ganz gerade auf dem Stift liegt, weil sonst wird es am Ende verwurstelt. Und mit einem roten Gummiband geht ihr jetzt 10-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein rotes Gummiband 4-mal. Und dieses Haarteil könnt ihr jetzt lumen. Das könnt ihr dann auf eure Nadel abziehen. So sieht euer Haar jetzt aus. Davon braucht ihr insgesamt 6 Stück. Als nächstes machen wir die Arme von Ariel. Dafür braucht ihr eure hautfarbenen Gummis. Ihr spannt immer mit 2 Gummis. Ihr nehmt 2 hautfarbene Gummis und geht 4-mal runter. Ans Ende wickelt ihr ein hautfarbenes Band 4-mal. Das könnt ihr jetzt lumen. Das könnt ihr dann auf eure Nadel abziehen. Und davon braucht ihr jeweils 2 Stück. Jetzt machen wir noch die Seitenteile für Ariels Meerjungfrauenschwanz und die Flossen. Wir machen als erstes diese Seitenteile. Ihr nehmt euch ein durchsichtiges Gummiband und geht 1-mal nach unten. Dann nehmt ihr euch ein türkisenes und gebt es da drauf. Ans Ende wickelt ihr ein durchsichtiges Gummi 4-mal. Jetzt machen wir noch die Schwanzflosse. Ihr nehmt euch ein durchsichtiges Band, gebt es 1-mal nach unten und da drauf ein türkisenes Gummiband. Und so geht ihr insgesamt 4-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein durchsichtiges Gummiband 4-mal. Jetzt können wir diese Teile lumen. Das könnt ihr dann vor eure Nadel abziehen. Und davon braucht ihr jeweils 2 Stück. Nun machen wir Ariels Körper. Ariels Schwanzflosse ist ja sehr lang, deswegen machen wir erst den Körper und den Kopf machen wir später. Wir fangen an mit dem Hals.
Ihr braucht als erstes eure hautfarbenen Gummis. Euer Loombot liegt so feucht, dass der rote Pfeil oben ist und zu euch zeigt. Wir spannen immer mit zwei Gummis. Ihr geht von der Mitte einmal mit zwei hautfarbenen Gummis nach unten. Dann geht ihr von der Mitte schräg nach rechts und nach links mit zwei hautfarbenen Gummibändern. Dann geht ihr in der Mitte einmal mit zwei hautfarbenen Gummis runter. Jetzt braucht ihr eure lila Gummis. An den Seiten geht ihr mit zwei lila Gummis zweimal nach unten. Und in der Mitte einmal mit zwei lila Gummis. Jetzt braucht ihr wieder eure hautfarbenen Gummis. In der Mitte geht ihr mit zwei hautfarbenen Gummis zweimal nach unten und an den Seiten einmal. Jetzt braucht ihr eure türkisenen Gummibänder. Ihr geht an der rechten und auf der linken Seite mit zwei türkisenen Gummibändern fünfmal nach unten. In der Mitte geht ihr mit zwei türkisen Gummibändern sechsmal nach unten. Auch nur fünfmal. Das Ganze verschließt, indem ihr von den Seiten mit zwei türkisen Gummis schräg zur Mitte geht. Jetzt braucht ihr nochmal zwei und geht von hier schräg nach links. Als nächstes bringen wir die einzelnen Teile an den Körper an. Als erstes die Schwanzflossen. Die gebt ihr auf diesen Stift, aber jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ihr nehmt euch erst die eine Seite, ihr könnt es auch gerne von der Nadel ganz abnehmen. Ihr nehmt euch die erste Seite, also eine Seite, und gebt es auf diesen Stift. Dann nehmt ihr euch die andere Hälfte, wenn ihr zu Hilfe könnt ihr euch diese Seite auf diesen Stift spannen. Jetzt braucht ihr eure andere Schwanzflosse. Und dann gebt ihr auch eine Seite auf diesen Stift. Zur Hilfe könnt ihr euch die andere Seite auf diesen Stift spannen. Jetzt nehmt ihr euch diese Hälfte, die ihr hier drauf gespannt habt, und gebt es auf diesen Stift. Das gleiche macht ihr mit der Seite. Jetzt bringen wir die Seitenteile an den Schwanz an. Die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Jetzt noch die Arme, die gebt ihr über diese zwei Stifte. Jetzt müssen wir noch Dreieckbänder spannen, damit am Ende nichts auseinanderfallen kann, und dann können wir auch schon blumen. Ihr braucht als erstes ein lila Gummiband und das gebt ihr doppelt über diese drei Stifte. Dann braucht ihr eure hautfarbenen Gummis, das gebt ihr über diese drei Stifte doppelt. Und über diese drei Stifte doppelt. Jetzt braucht ihr eure türkisen Gummis, dann nehmt ihr euch eins und gebt es normal über diese drei Stifte.
Dann drunter nochmal ein normales. Jetzt nehme ich ein türkises Gummiband, gebe es über diese drei doppelt. Drunter auch nochmal. Und dann nochmal drunter. Jetzt können wir loben. Ihr geht hier rein, drückt alles weg, nehmt euch diese zwei, also die untersten, und loomt sie auf diesen Stift. Jetzt geht ihr hier rein, nehmt euch die obersten zwei türkisen Gummis, loomt sie nach vorne, dahin, wo sie herkommen. Dann die nächsten zwei und die letzten zwei. Jetzt geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei und loomt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Dann loomt ihr in der Mitte einmal nach vorne. Jetzt geht ihr hier, drückt das Dreieckband weg, nehmt euch dann die türkisen Gummis und loomt sie nach vorne. Das gleiche auf der anderen Seite. Dann in der Mitte einmal. Dann loomt ihr hier einmal nach vorne. Jetzt drückt ihr hier das einzelne Gummiband weg, loomt nach vorne. In der Mitte und an der anderen Seite. Dann das gleiche macht ihr hier nochmal. Jetzt geht ihr hier und drückt alles weg und nehmt euch diese hautfarbenen Gummibänder und loomt sie nach vorne. Gleiche auf der anderen Seite. Dann hier die zwei nach vorne. Jetzt holt ihr hier das Dreieckband weg und nach vorne. Das gleiche auf der anderen Seite. Und in der Mitte. Dann geht ihr hier rein, drückt das lila Dreieckband weg, nehmt euch die zwei lilanen Luzi nach vorne. Das gleiche auf der anderen Seite. In der Mitte. Drückt ihr die Arme weg, loomt zur Seite. Und dann auf der anderen Seite. Dann geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei. So sieht Ariels Körper jetzt aus. Jetzt können wir abziehen. Vorsichtshalber könnt ihr euch jetzt eine andere Nadel hier oben in den Hals reinstecken. Wenn ihr keine andere Nadel habt, könnt ihr euch einen Stift zum Beispiel reinstecken. Jetzt machen wir noch Ariels Kopf. Als erstes braucht ihr roten Gummis. Ihr spannt wieder mit zwei Gummis. Ihr geht von der Mitte mit zwei roten Gummis schräg nach rechts und nach links. Dann geht ihr auf der rechten, auf der linken und in der Mitte mit zwei roten Gummis einmal nach unten. Das Ganze verschließt ihr, indem ihr von den Seiten schräg zur Mitte geht. Dann geht ihr auf der rechten und auf der linken Seite und in der Mitte auch nochmal mit zwei roten Gummis nach unten. Jetzt braucht ihr eure hautfarbenen Gummis. An den Seiten geht ihr mit zwei hautfarbenen Gummis einmal nach unten und in der Mitte zweimal. Das Ganze verschließt, indem ihr von den Seiten schräg zur Mitte geht. Als nächstes bringen wir die Haare an den Kopf an. Jeweils eins gebt ihr auf diese zwei Stifte.
Jetzt zieht ihr jeweils zwei auf ein rotes Gummiband. Und so ein Teil gebt ihr auf diesen Stift. Das gleiche macht ihr mit den anderen zwei. Jetzt machen wir die Augen. Die Augen habe ich schon auf ein hautfarbenes Gummiband gezogen. Wie das geht, zeige ich euch in meinem Augentutorial. Die Augen gebt ihr auf diese zwei Stifte. Und dann zieht ihr euch die Perlen noch auseinander. Jetzt braucht ihr noch ein hautfarbenes Gummiband und gebt es über diese drei Stifte. Den fertigen Meerjungfrauenkörper gebt ihr nun auf diesen Stift. Jetzt können wir den Kopf von der Ariel blumen. Ihr geht hier rein, ihr könnt euch den Körper auch mit der Hand wegdrücken, dann geht ihr hier rein, nehmt euch die obersten zwei hautfarbenen, blumt sie nach vorne und dahin, wo sie herkommen. Dann geht ihr hier nochmal rein, nehmt euch die nächsten zwei und die letzten zwei. Jetzt geht ihr hier rein, drückt alles weg und nehmt euch die untersten zwei hautfarbenen, blumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Dann blumt ihr in der Mitte einmal nach vorne. Dann geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei roten und blumt sie nach vorne. Das gleiche auf der anderen Seite. Dann blumt ihr in der Mitte einmal nach vorne. So, jetzt geht ihr hier rein, nehmt euch die obersten zwei roten und blumt sie zur Mitte, dann geht ihr hier nochmal rein, nehmt euch die untersten zwei und blumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Dann geht ihr hier rein, drückt alles weg und nehmt euch die untersten zwei roten Gummis. Dann geht ihr hier rein, nehmt euch diese zwei roten Gummis, blumt sie zur Mitte, das gleiche auf der anderen Seite. Zum Schluss machen wir noch einen Knoten und dann können wir die Ariel abziehen. Dafür geht ihr Loombot einmal so und ihr macht hier oben mit einem roten Gummiband einen Knoten. Und fertig ist eure Ariel. Jetzt kriegt eure Meerjungfrau noch eine hübsche Blume ins Haar. Das geht so. Ihr nehmt euch vier lilane Gummis und gebt sie hier unten am Blumenbord einmal nach unten. Dann geht ihr mit der Nadel hier unten durch und zieht ein lilanes Gummiband durch. Dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel. Und damit macht ihr jetzt einen Knoten. Das könnt ihr jetzt abziehen. Jetzt müssen wir das noch im Haar von Ariel befestigen. Dafür dreht ihr eure Ariel einmal um und dann stecht ihr mit der Nadel hier durch. Dann dreht ihr eure Ariel wieder um, dann steht hier die Nadel raus. Dann nehmt ihr euch das Knotenband eurer Schleife und zieht es durch. Dann zieht ihr es hinten feste.
Und fertig ist eure Ariel. Ich hoffe, euch hat mein Video zu Ariel gefallen. Und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man den Fabius macht. Tschüss, eure Anna.